So, dann probieren wir das mal mit dem Arm X50-100 eine gescheite Runde hier hinzuzaubern. Wir spielen auf der Südküste unsere drei größten Gegner-Tanks. Der IS-3 im Doppelpack, T-32 und T-34. Arti, Hansa, eine 7er Arti. Der 8er Tank mehr als mir. Das ist natürlich schön, ne? Schön ist das, schön, schön. So, ich halte mich mal dezent zurück hier. Mal scheiße, wenn man dann die zwei IS-3 hier oben rüberkommen, dann noch ein T-32 dabei ist oder ein T. Oder irgendein T dabei ist da von einem großen. Da ist die Seite schon weg. Weil, ihr seht, auf der Minimap, es hilft wieder keine Sau. Ist jetzt hin am Stein. Der ging voll durch ihre Panzerung. Oh Gott, der Ding schießt wieder Kilometer neben dran. Nichts kommen. Da war garantiert einer. Ja. Wirkungstreffer. Erwischt. Sehr schön. Laden wir mal nach und helfen jetzt da oben. Oh. T25 AT. Komm, ich kann hier nochmal drunter fahren. Oh, shit. Ich würde wahrscheinlich in den Arsch schießen, wenn ich da hochfahren. Und ich habe gleich nachgeladen. Sieht doch ganz gut aus. Weil gut stand der da auf jeden Fall nicht. Wirkungstreffer! Erwischt! Der ist abgeprallt! Oh, leck. Einen Schuss habe ich drin. Abpraller! Scheiß, schon wieder ein Abpraller. Okay, da fahre ich mal da hoch. Da ist ein bisschen viel, was da kommt. Sechs, sechs. Oh Mann. Ich muss 7 Sekunden nachladen. Na, fahr du mal dorthin, dann gehe ich mal da ohne hingucken. Erwischt!
sehr schön. Hier machen wir gerade den Turm. Lade ich mal noch. Oh shit. Mach deine Hände kaputt! Okay, ist der arme Arsch. Ich gewinne mal das Ding da. Sind nur noch zwei Dinger. Was ist denn hier los? Hä? So klotzen die auf die andere Seite. Okay. Das ist schon mal gut, dass der andere auch im Arsch ist. Auf jeden Fall gewonnen ist gewonnen, Jungs. 5 Abschüsse. Knapp 2000 Schaden. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr. Vielleicht habe ich den anderen noch getroffen. Blind getroffen. Schade. Sehr schön. Shit, ja. Hoch und runter fahren. Ich hätte soll hinnen bleiben. Ich jedes Mal mit dem AMX denke ich mir, du Hammelbock, bleib hinnen stehen. Nein, ich muss dann immer da ein bisschen rumcruisen. Und dann passieren solche Sachen. Ich wusste ja, dass zwei TTs noch dort irgendwo rumgammeln. Na, da war ja die Pech, dass jetzt beide dort, der eine von oben, der andere von unten kam. Ne? Aber ist okay. Ist alles okay. Was haben wir dann hier? So, ja, da haben wir noch ein bisschen 300 Schaden, noch ein bisschen mehr. Also 2315 Schaden. 729 Erfahrung. 16 Schuss, 9 Wirkungstreffer. Potenziell erhalten 1420. Also da ist wirklich alles durchgegangen. So, mit Premium-Account habe ich knapp, oder genau 3200 plus. Ohne Premium wäre ich im Minus von 8300. Super! Bei minus von 8300 sind die echt geil. Das macht Spaß, Jungs. So ist das richtig. So, was haben wir dann hier? 32.000 Erfahrung. Ja, da fehlen 146.000. Ist eigentlich ein ganz netter Tank. Man muss allerdings hinbleiben. Das habe ich jedes Mal wieder gemerkt. Bekomme ich auch immer wieder von euch geschrieben. Bringt überhaupt nichts, mit dem an der Front zu stehen. Außer man hat natürlich, sagen wir mal, eine gute Front erwischt, wo man relativ viel Feuerkraft hat mit den anderen Teamkollegen zusammen. Aber ansonsten muss man da höllisch aufpassen, weil da ein Treffer an den Turm und es kann schon aus sein. Ne? Habt ihr gesehen, der Turm blockiert, mans Munitionslager getroffen wird, du reparierst, du hast das ruckzuck wieder am Arsch, das Munilager, und dann brauchst du mit dem Ding eigentlich kaum noch zu spielen, weil der lädt dir ewig nach. Der ist da praktisch außer Gefecht. Jo, okay. Und weiter geht's mit dem E25. Mal gucken, ob ich da mal eine gescheite Runde hinbekomme. Werde mich mal richtig nach hinten verpieseln. Was haben wir dann hier? Keine Arti.
Es sind nur 3 7er auf jeder Seite. Das ist gut. Dann geht's runter. 6er, 5er, 4er. Das könnte sogar ganz gut für mich aussehen. Könnte. Ja. Wir haben sie nicht mal angekratzt. Wirkungstreffer. Eins, fünf. Bereit zu feuern. Wo sind Sie hin? Feuererlaubnis erteilt! Wir haben das Ziel verloren! Ziel erfasst! Ziel verloren! Ziel erfasst! Wir haben das Ziel verloren! Sehr schön. Gegnerfahrzeug ausgeschaltet. So. Der ging voll durch ihre Panzerung. Der ging nicht durch. Wir haben gespannt. Oh. Wirkungstreffer. Gegnerischen Benzintank getroffen. Ha, der ging voll durch ihre Panzerung. Wirkungstreffer. Kette wurde erwischt. Der ging voll durch ihre Panzerung. Kette wurde getroffen. Fahrzeug zerstört. Oh, mir geht nicht. Mir ging nicht mehr. Schaffen wir nicht mehr. Schade. Das ist halt, wenn da alles weggeraucht wird, ne? Ja, gut, die heute doch deutlich mehr, na, Medium. Na. Mal gucken, die Auswertung.
Jeden Fall, er steht seitlich zum TD. Das ist ganz schlecht. Eigentlich noch gut aufgeräumt, Tobe. Leider nicht mehr gereicht. Niederlage. Eieiei. Was haben wir dann hier? Richtschütze, Verteidiger und Meisterschütze. Sehr schön. 93, fast 94% Trefferquote. So, 1712 Schaden rausgeprügelt. 866 Erfahrung. Das ist für eine Niederlage ganz gut, finde ich, ne? So, 16 Schuss abgegeben, 13 Wirkungstreffer davon. Am Schluss habe ich noch mit Premium rausbekommen, 52.700 und ohne Premium wären es 32.700. Jo, das war im Endeffekt eine Notlösung, da runterzufahren, einfach Rinse schießen. Ich weiß nicht, hätten wir vielleicht können ein bisschen besser machen. Klar, am Schluss kann man immer alles besser machen, aber... Ich dachte vielleicht für Zeit zu schinden, weil ich hätte ja eh, ich halte ja nichts aus. Und außerdem, wenn ich die spotte, spotten die mich auch. Hätte die mich auch gesehen. Also war es im Endeffekt egal, wie ich es gemacht hätte, glaube ich mal. Genug Zeit hätte ich auch nicht gehabt, für rundherum zu fahren oder so. Naja. Aber der E25, der macht schon echt Bock. Man kann als Scout spielen. Ich kriege ganz oft Nachrichten, dass die Leute denn lieber als Scout spielen, weil er ist sehr schnell, hat eine saugeile Tarnung. Und, ja, also ich muss sagen, als Scout macht er auch Spaß. Ich habe auch schon ein paar Mal gespielt, wo ich wirklich keinen Schuss abgegeben habe. Das macht schon Bock. Könnt ihr mal ausprobieren, falls ihr dann Ding habt. Spielt nochmal als Scout, vielleicht liegt euch das sogar noch besser. Okay.